Manchmal begegnen mir beim Bibellesen Beschreibungen von Situationen, die mich wirklich beschäftigen, die mich nachdenklich machen, und ich bin oft traurig über das, was ich da lese. Da habe ich gelesen, jetzt in den Briefen, die Paulus an Timotheus schreibt, einem seiner engsten Begleiter, dass es immer wieder dazu kam, dass Mitarbeiter Schiffbruch in ihrem Glauben erlebten. Und da lesen wir, denn Demas hat mich verlassen und die Welt liebgewonnen. Den Lauf der Welt liebgewonnen. Demas war einer der engsten Mitarbeiter von Paulus. Er hatte die Predigten, das Wort der Errettung gehört. Er hatte sein Leben Jesus gegeben und er war als Mitarbeiter mit Paulus zusammen im Dienst. Und er hatte alle diese ermutigenden, starken Predigten von Paulus gehört. Dieses, ich habe den Lauf gelaufen, ich habe Glauben behalten, ich werde den Siegeskranz erringen. Und jetzt ist etwas eingetreten bei Demas, nämlich, dass er diesen Lauf der Welt, dass das Interesse an der Welt, an diesem anderen, ihn wieder ergriffen hat und ihn wieder zu sich gezogen hat. Demas gibt alles auf, was er in seinem Leben, in dem Dienst, im Verkündigen des Evangeliums erlebt hat, und er geht wieder zurück in die Welt. Die Welt hat sein Interesse gewonnen. Die Welt hat ihm etwas angeboten, was er jetzt lieber haben möchte. Er hat den Gläubigen, der Gemeinschaft der Gläubigen, den Rücken zugewandt. Er hat alles verlassen, was ihm in seinem letzten Lebensabschnitt so wichtig war. Den Anker, an dem sein Herz festgemacht war, hat er gekappt. Und diese Beschreibung hat mich so beschäftigt, dass ich dachte, ich möchte dich heute ermutigen damit, dass ich sage, das soll bei uns nicht so sein. Das soll bei uns nicht so sein. Verlasse das nicht, was du gehört hast. Verlasse das nicht, was du glaubst. Verlasse dieses Leben in Christus nicht. Halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehmen kann. Halte fest an dem, was du gehört hast, gelernt hast, in dem du gelaufen bist. Lass dich nicht von dem Lauf der Welt, von dem, wo die Welt an dir zieht, lass dich davon nicht beeindrucken, so stark da hineingehen, dass die Welt stärker an dir zieht, als dein Glaubensleben jetzt im Moment steht. Paulus ermutigt Timotheus mit einer ganz starken Ermutigung. Er sagt, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet. Das gilt auch für dich. Zeige dich als Gott bewährt, als im Glauben bewährt, als im Leben mit Christus bewährt, dass du das Wort der Verkündigung, das Wort des Evangeliums verkündigst, dass du nicht rechts oder links irgendwie ins Schwanken kommst, sondern in gerader Richtung weiterläufst. Paulus ermutigt Timotheus, bleib stark, mein Sohn, bleib dran, halte fest, was du hast. Und das ist meine Ermutigung heute für dich. Halte fest, was du bekommen hast von Jesus, lass es dir nicht rauben. Denn Gott hat mehr für dich.